Die Daten sind stark saisonabhängig. Der allgemeine Trend hat sich leider verschlechtert. Roland Kläger, Raiffeisenbank. Die Schweizer Arbeitslosenzahl hat im Dezember 2015 einen fünfjährigen Maximalwert erreicht. Seitdem ist diese allmählich wieder gesunken. Die heute Morgen veröffentlichten Daten demonstrieren, dass die Rate im April wieder gesunken ist, und zwar bis auf 3,2%. Im März sind es noch 3,6% gewesen. Roland, spiegeln diese Daten tatsächlich den wahren wirtschaftlichen Zustand der Schweiz wider oder steckt mehr dahinter? Leider entspricht dieser positive Trend nicht dem reellen Zustand des Schweizer Arbeitsmarktes. Diese Zahlen sind stark saisonabhängig. Für gewöhnlich steigt die Ziffer während des ersten Quartals und nimmt dann wieder allmählich ab. Der wesentliche Grund, der dahinter steckt, ist der Bausektor, der hauptsächlich zur Sommerzeit tätig ist. Die Zahlen sind stark saisonabhängig. Der allgemeine Trend hat sich verschlechtert. Wir glauben, dass die Ziffer bis zum Jahresende wieder bis auf 3,7% klettern wird. Der Schweizer Arbeitsmarkt zeigt leider keine positive Entwicklung. Im Dezember 2015 sind die Daten zum Schweizer Bruttoinlandsprodukt um 0,4% gestiegen. Im vorangegangenen Quartal lag die Ziffer noch bei mageren 0,1%. Glauben Sie, dass die künftigen Daten zum Bruttoinlandsprodukt steigen oder eher sinken werden? Und warum? Das erste Quartal wird uns wieder einen Anstieg demonstrieren. Der private Konsum ist stark und wird diese Ziffer fördern. Der solide positive Anteil, der aus dem Außenhandel kommt, wird die kommenden Daten zum Bruttoinlandsprodukt auch unterstützen. Die europäischen Daten aus dem ersten Quartal wurden bereits veröffentlicht und diese demonstrieren einen stetigen Zuwachs in Europa, was wiederum auch den Schweizer Exporteuren zugutekommen wird. Im Endeffekt müsste das Resultat aus dem ersten Quartal bei 0,2 bis 0,3% liegen. Im April hat sich die Schweizer Inflation um jährliche 0,4% verringert, was dem tiefsten Stand seit Dezember 2014 entspricht. Die Bekleidungs-, Lebensmittel- und Erholungspreise steigen, während die Energie- und Transportkosten aufgrund geringer Ölpreise sinken. Wie werden demnach die Mai-Daten zur Inflation aussehen? Die Inflation ist stark von den Ölpreisen abhängig. Solange sich die Ölpreise etwas über der 40-Dollar-Marke befinden, müsste das auch die Inflation aufwärtig unterstützen. Der Wechselkurs des Schweizer Frankens ist ein weiterer Faktor, welcher die Inflation im Land beeinflusst. Heute befindet sich das Euro-Schweizer-Franken-Paar etwas über der 1,10-Marke. Der Wechselkurs hat sich vergrößert, was auch die Inflation während des Jahres 2016 unterstützen müsste und diese sogar in den positiven Bereich drücken könnte. Die Entscheidung, im Jahr 2015 in der Schweiz einen negativen Zins einzuführen, hat für viel Aufruhr gesorgt. Damals basierte diese Entscheidung auf der Tatsache, dass der Schweizer Franken damals viel zu stark überbewertet wurde. Seitdem hat der Schweizer Franken seine starken Positionen wieder aufgegeben. Inwiefern ist ein negativer Zins noch sinnvoll? Ein negativer Zins hat den Schweizer Franken erwartungsgemäß geschwächt. Europa richtet sich allmählich wieder auf. Das ist auch der Grund, warum der Euro seine Positionen bezüglich des Frankens verstärkt hat. Der Wechselkurs basiert also eher auf der momentanen Stärke des Euros als auf einer Schwäche des Frankens. Dabei darf man auch nicht die momentane Schwäche des US-Dollars vergessen. All diese Faktoren haben den Schweizer Franken bezüglich des Euros geschwächt. Die Unsicherheit bezüglich weiterer Interventionen von der Seite der Schweizer Nationalbank halten den Franken von einem Anstieg ab. Und diese Tatsache ist viel gewichtiger als ein negativer Zins. Solange die Europäische Zentralbank ihrer momentanen Geldpolitik treu bleibt und diese nicht verändert, wird sich auch der Schweizer Zins nicht verändern und in der Zukunft bei rund minus 0,75% verweilen. Swiss rates will also remain negative. LIBOR
will then be at around minus 75 basis points. Roland, ich bedanke mich für Ihren Beitrag. Liebe Zuschauer, das war es für heute. Bleiben Sie dran, alles Gute und auf Wiedersehen.